seine Reise nach Georgien abgesagt, nachdem der Präsident des Landes durch ein Attentat einer abkhazischen Separatistenorganisation ums Leben kam. Die aufflammenden Gefechte in den Regionen Abkhazia und Südossetia haben die Hoffnungen Georgiens auf Integration in westliche Bündnisse. Dem Industriemagnaten Kombain Nikolatze gelang es heute, sich in einem gewaltlosen Staatsstreich die Präsidentschaft zu sichern. Der charismatische Milliardär plant, innerhalb der nächsten Tage Wahlen abzuhalten, die ihn im Amt bestätigen sollen. Er verspricht seiner Bevölkerung beste Beziehungen zum Westen und zu Amerika, sowie Wohlstand für alle. Wurde Glasfasertechnik in Landstrichen Osteuropas verlegt, in denen es vor Jahren nicht einmal Telefone gab. Diesen technologischen Sprung nach vorne verdankt die Region Informationsnationen wie den Niederlanden und Georgien, wo Präsident... Der Vizepräsident nannte seinen Besuch eine Ehre. Er lobte den georgischen Präsidenten Kombain Nikolatze als einen Mann mit Gespür für die Zukunft der Welt.